Guten Abend allerseits aus dem Gelsenkirchener Parkstadion, wo gerade die beiden Kapitäne Van der Elst für Brügge und Jens Lehmann für den FC Schalke 04 die Platz- und Seitenwahl vorgenommen haben. Und hier schon die Schalke Aufstellung mit Lehmann natürlich im Tor. Der linke Manndecker heißt Linke. Der rechte Mittelfeldmann Latal, Yves Eigenrauch, überraschend in die Mannschaft gekommen für Anderbrügge. Juri Mölder, eine der beiden Spitzen. Thon hatte Adduktorenprobleme, ist aber dabei. Martin Max, Hoffnungsträger im Sturm. Nemetz, heute Morgen noch mit Magen-Darm-Problemen dabei. Büskens, der Schütze des Hinspieltores. Wilmots, der Belgier, hinter den Spitzen. Und Johan de Kock wieder fit und zweiter Manndecker beim FC Schalke 04. So hat es Huub Stevens, der niederländische Trainer der Königsblauen, verfügt. Und ganz schnell noch ein Blick auf die Aufstellung der Belgier, der zehnmalige belgische Meister. In diesem Moment beginnt das Spiel. Ich sage Ihnen später mehr dazu, denn das wollen wir von Anfang an verfolgen. Der belgische Gast also ganz in Blau. Der belgische Gast ganz in Weiß und Königsblau, ganz Königsblau. So haben wir es. Und Yves wird da gleich gefordert. Wilmots. 1:0 durch Martin Max. Mein Gott, was ist der Junge eine Wucht. Schön freigespielt von Wilmots, der überhaupt auf Anhieb eingeschlagen hat im Team der Schalke. Und Martin Max, der Recklinghäuser Junge, Torschützenkönig der Oberliga Westfalen war er mal. In Gladbach kam er gar nicht zurecht. Was hätten die denn jetzt gerne? Mölder hatte da die Riesenchance. Und vorher auch Linke mit dem Kopf. Also das ist natürlich unter diesen Umständen auch für den Torwart ganz schwierig. Da zögert er. Linke kam ran und Mölder. Und schießt dann da Renier an. Sonst hätte es hier 2:0 geheißen. Hier sind wir wieder live im Gelsenkirchener Parkstadion. Sie sehen oben die mitlaufende Uhr. Ein paar Sekunden läuft die zweite Halbzeit schon. Natürlich noch nichts passiert. Ganz wichtig, Schalke führt seit der 9. Minute mit 1:0 durch das Tor von Martin Max. Und der belgische Meister und Pokalsieger dieses Jahres, der FC Brügge, darf sich bei seinem Torhüter Danny Verlinden bedanken, dass es nicht längst auch 2 oder gar 3:0 steht. Zweimal hat er hervorragend gehalten. Und die Schalker müssen weiter versuchen, das Spiel in der Hand zu behalten, obwohl Brügge ganz in Weiß jetzt mit Windunterstützung agiert. Aber das muss ja nicht immer ein Vorteil sein. Max gegen Lembi. Mario Stanic, kroatischer Nationalspieler. Mölder gegen Lembi. Wermans. Gibt Freistoß für Brügge.
Kann man nicht meckern. Keine 20 Meter Torentfernung. Alle Schalker Feldspieler im eigenen Strafraum. Halbes Dutzend bilden die Mauer. Stanic war das. Macht das ganz geschickt. David Wagner holt so einen Freistoß raus, ohne dass ich im Moment noch den Eindruck habe, dass er besonders gewillt ist, torgefährlich zu werden. Und eigentlich war es auch nichts, wenn wir ehrlich sind. Aber es gibt nochmal Freistoß. Kurz vor Ablauf der 90. Minute. Marc Wilmots. Einer der besten Schalker heute. Und das ist die endgültige Entscheidung. Juri Mölder, der lange einen schweren Stand hatte. Hier machte alles klar und die Vorarbeit lieferte wie beim 1:0 Marc Wilmots. Und dem Juri, der ja auch immer ein bisschen mit Verletzungen durch die Beine des wackeren Schlussmannes Verlinden, der sogar noch zu den Aktivposten bei Brügge zählte. Zwei Spiele gegen die Belgier auf schwierigem Geläuf. Jetzt wollen wir die Jubelbilder sehen. Das ist Huub Stevens. Mit Kerk gerade ausgeschieden gegen Schalke. Und dann auf Schalke erfolgreich. Und mit seiner wackeren königsblauen Mannschaft ins Viertelfinale des UEFA-Pokalwettbewerbs 96-97 eingezogen. Durch die Tore von Max und Mölder. So freut sich der Trainer. Ja, wir sind weiter. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, in der ein paar Mann, zum Beispiel Wilmots, den wir da sehen, herausragten. Auch die Hereinnahme von Eigenrauch hat sich gelohnt da hinten. Latal hat geackert wie kaum ein zweiter. Max war im ersten Durchgang gefährlich. Aber eigentlich war es die Mannschaftsleistung der Schalker, die mir jetzt schon in den letzten Wochen mehrfach imponiert hat, die hier den Erfolg herbeiführte bei wiederum widrigen Umständen.